Moin, moin alle zusammen, ich bin's wieder, der Finch. Heute möchte ich mit euch mal kurz die Events durchgehen, die jetzt wieder neu sind. Und im Anschluss den größeren Posten mal angehen. Und zwar, wie viel Geld lohnt sich für wie viele Öfen? Beziehungsweise, wie bekomme ich halt für das geringste Geld die meisten Öfen? Sagen wir es mal so. Ich habe in letzter Zeit viele Fragen dazu gelesen. Und ja, ich versuche nachher mal detailreicher darauf einzugehen. Ich hoffe, ich lasse nichts außen vor und helfe dem einen oder anderen vielleicht auch damit. Aber zuerst gehen wir mal kurz die Events wieder gemeinsam durch. Ja, Tagesaufladung hat sich nichts geändert. Ist dieselbe wie immer. Verbrauch, derselbe Kram ebenfalls wie immer. Mit den Kisten, diesmal nur mit 8000 Diamanten verbraucht, was ein bisschen schade ist, weil ja gleichzeitig das. Quatsch, das war's nicht. Ja doch, weil ja das Aufladevent ist, man lädt halt auf, man möchte was verbrauchen und ist aber halt auf 8000 limitiert, ist ein bisschen blöd, aber naja. Ich gehe direkt mal wie auf die serverübergreifende Aufladung ein. Hier muss ich direkt mal sagen, es ist die einzige Möglichkeit momentan an die Teile für ein D&D-Pokémon zu kommen, also die Necrozmas. Beziehungsweise halt Solgaleo und Lunala. Es solltet euch auf jeden Fall im Klaren sein, dass diese Preise, die an den ersten Tagen immer stehen, nicht die Fixpreise sind. Das gilt viel, viel, viel höher. Also wer hier wirklich mitmachen will, oder wer hier wirklich auf so etwas spekuliert, was es hier in den Belohnungen gibt, der sollte sich ganz im Klaren sein, dass er unter 200 Euro wahrscheinlich eh nicht mitziehen wird. Ja, seid euch dessen halt bewusst und gebt ihr nicht einfach 50 Euro aus, weil ihr denkt, hey cool, ich habe gerade Taschengeld gekriegt oder keine Ahnung, mit 50 Euro kann ich euch halt knallhart sagen, ihr seid einfach nichts. Das ist halt rausgeschmissenes Geld. Genau. Ja, mehr brauche ich hier nicht dazu sagen. Den Bilderrahmen kann man jetzt halt eintauschen, werde ich nachher nochmal drauf kommen. Ansonsten ist das Schnullifax. Tauschtickets habe ich schon mal besprochen. Und ja. Aufladegeschenk ist die A-B-Belohnung, die wir schon mal hatten. Ich glaube, ich hatte sie auch schon mal angeschnitten. Ich bin mir nicht sicher. Werde ich jetzt erstmal nichts dazu sagen, weil kommt nachher nochmal. Personen zurücksetzen oder Personalisierung zurücksetzen, kennt jeder, habe ich schon mehrfach besprochen. Spin Fun oder auch Abzocke Fun macht halt wie immer keinen Fun. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, 7 Spins haben mir 6000 extra Diamanten gebracht. Richtig heftig. Wer also auf Diamanten aus ist, sollte wieder mal nicht aufladen. Großgeschenke, die ersten Karten sind Bullshit, braucht kein Mensch. Mit den blauen Fähigkeitskarten für die erste Fähigkeit kriegt man die lilanen ebenso. Die lilanen Karten lohnen sich eigentlich nur, wenn man Fokuslicht versuchen möchte oder andere goldene Fähigkeiten. Ansonsten lohnt die gar nicht. Bei den zweiten Fähigkeitskarten sieht es anders aus. Die würde ich kaufen, wenn man sie braucht. Ich persönlich habe sogar welche gebunkert, weil ich noch zwei, drei Pokémon nachziehen möchte. Demzufolge habe ich, glaube, keine Ahnung, wie viel habe ich schon? Fünf, ja, 45 im Besitz. Billiger bekommt es sie eh nicht. Das habe ich schon mal gesagt. Das ist in meinen Augen Verschwendung. Und die Erkundungssteine, das ist absoluter Bullshit. Weil, wie ihr seht, ich bin hier bei, oh Gott, wie viel habe ich schon? 50.000. Irgendwann ist das Erkundungsmax-Level halt erreicht. Dafür Diamanten ausgeben lohnt nicht. Ganz kurz, Change Fun. Vorne Lugia, Öfen wie immer, dann Lunala, Solgaleo für Unis, genauso wie Cresselia, alle drei lohnen sich in diesen Formen. Wer sie braucht, holt sie euch. Der Tausch von den D&Ds ist auch wie immer gehabt, muss ich nicht weiter darauf eingehen. VMs habe ich schon mal erzählt. In meinen Augen sind 40 Öfen für eine VM viel zu teuer. Mit den Wunschsternen ist es. Es ist halt krass, also keine Ahnung. 1000, 1200 für einen Wunschstern, den man halt nur in ein einziges Pokémon macht. Und halt mal jetzt bis auf den Init-Stern abgesehen, eine Erhöhung von 0,2, das mal 10, sind 2% am Ende zu den Lilanen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich glaube schon. Ja, 2% für so viele Öfen? Nee, Mann, Alter. Die Set-Teile, wie immer, Quatsch, Quatsch, Quatsch. 350 ist zwar immer noch viel, aber wäre in meinen Augen sogar ein angemessener Preis für Ho-Oh oder Donner-Sets, aber ja nicht für so einen Scheiß.
Hier sind die Bilderrahmen, die ich gemeint habe. Die machen einfach nur euer Bild schick. Also es ist eigentlich totaler Scheiß. Aber falls ihr sie irgendwann mal gekriegt habt, jetzt könnt ihr sie halt eintauschen. Hurra. Kriegt dafür halt ein paar Diamanten wieder gut. Wenn ich welche hätte, würde ich safe machen, weil, keine Ahnung, interessiert keinen Schwanz, ob ihr da einen roten Bilderrahmen oder blauen Bilderrahmen habt. Aber ja, muss halt jeder selbst wissen. Und zum Schluss wieder die Unis. Ja, das war's jetzt mal im Schnelldurchlauf in die Events. Ich möchte jetzt mal hauptsächlich, wie gesagt, auf die Öfen eingehen. Vorab zwei, drei Informationen, damit es dem einen oder anderen leichter fällt, mir folgen zu können. Ich werde Europreise aufrunden. Ich werde nicht großartig auf andere Belohnungen eingehen. Also was ihr jetzt in den einzelnen Events rauszieht mit, also wenn ihr aufladet, an Diamanten, an Kisten, an Pokémon, was weiß ich nicht. Das zähle ich jetzt alles nicht mit in diese Rechnung dazu. Das, was ich jetzt erzählen werde, ist einfach nur komplett auf Öfen basiert. Wer also Herrscherform braucht, die Öfen kosten, nicht allzu viel ausgeben müsste oder so, der kann ja, sollte hier vielleicht zuhören. Die anderen interessiert das vielleicht nicht mehr, wenn sie sagen, hey, ich nehme gerne ein paar Öfen mit, aber brauche hauptsächlich Diamanten oder so, dann ist das vielleicht schon wieder absoluter Quatsch, was ich hier erzähle. Es geht rein um die Öfen jetzt. Weil die Events ändern sich halt auch so oft, dass man das schlecht pauschalisieren kann. Ebenso ist das, was ich jetzt hier erzähle, kein Fixpferd für jede Person. Ich versuche das einigermaßen gleich zu kategorisieren. Aber jeder ist anders, jeder tickt anders, jeder braucht irgendetwas anderes. Der eine braucht dann doch mal, keine Ahnung, 50 Öfen mehr, weil er sich eine VM noch kaufen möchte. Was weiß ich nicht. Für jeden lohnt halt eine andere Zahlweise oder lohnt eben halt auch nicht. Ich versuche es nur so bestmöglich zu verallgemeinern. Genau, das war das erstmal vorab. Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach an. Momentan gibt es für uns das, was wir wissen oder was wir gesehen haben, um an Öfen ranzukommen, drei, ich sag mal, kostenpflichtige Events. Das ist einmal das AB-Event, was wir heute haben. Dieses 20%-Event, wo man aber dazu sagen muss, das war einmalig und ich behaupte mal ganz stark, das wird einmalig bleiben. Mit so einem Event werden wir maximal zum Black Friday nochmal rechnen können. Und das allgemeine Aufladeevent. Das allgemeine Aufladeevent ist meistens in Kombination wie Spin Fun, Goldfisch, was weiß ich nicht, irgendwelchen anderen Kram. Aber bisher nur in Kombination mit dem AB-Event, wo es nochmal Öfen gibt. Ansonsten war das allgemeine Aufladeevent immer nur einzeln. Deshalb gehe ich auf dieses Event nicht weiter ein, weil dieses Event in der reinen Aufladung weniger Öfen bringt, als wenn das Aufladeevent plus AB-Event, so wie es jetzt ist, erscheinen. Diese beiden in Kombination sind aktuell die einzigen Events, wo man die meisten Öfen durch eine Aufladung bekommt. Wir wissen auch, dass es schon mal jetzt ein Spin-Fun-Event gab, wo es Öfen for free gibt. Für alle, die gar nicht dann cachen, gehe ich später nochmal darauf ein, ist das bisher die einzige Variante, um an Öfen überhaupt ranzukommen. So, ich unterteile das jetzt einfach mal in vier Spielergruppen. Es sind mehr, theoretisch ist meine Unterteilung auf fünf, aber ich habe zwei in eine Schiene getan. Das sind einmal die Hardcore-Cacher, die einfach ein bis, keine Ahnung, Millionen Euros ausgeben, die sehen was, wollen es haben, kaufen es, denen ist scheißegal, wie viel Geld das kostet. Auf die werde ich nicht weiter eingehen, weil den bringt so ein Video eh nicht. Das ist denen völlig Ritze. Die kaufen sich jeden Scheiß. Dann gibt es Sparer, zu denen zähle ich mich eigentlich auch, welche halt monatelang nichts kaufen, maximal eine Monatskarte, und sich aber im Vorfeld einen Plan machen, was sie genau spielen möchten, was sie dafür benötigen und sich sehr lange Events anschauen, um einigermaßen gut zu kalkulieren, wie viel Geld geben sie im Endeffekt wirklich dafür aus. Die geben dann halt nach ein paar Monaten 200 Euro plus aus, kommen dann relativ nah an die Hardcore-Cacher ran von der Summe, aber geben das halt nur einmalig im, was weiß ich nicht, halben Jahr aus, ein Jahr aus, irgendwie sowas. Dann gibt es so die normalen Cacher, und die habe ich jetzt wiederum unterteilt, deswegen sind es theoretisch gesehen für mich fünf Gruppen,
in die planlosen Cacher. Fühlt euch bitte nicht angegriffen, wenn ihr der Meinung seid, ihr seid da drunter. Mit planlos meine ich einfach, die Leute haben sich nicht besonders viele Gedanken gemacht, was sie überhaupt benötigen. Die sehen einfach, geil, jetzt ist gerade, keine Ahnung, jetzt ist gerade Spin Fun. Für ein Fuffi kann ich hier 1, 2, 3, 4, 5 mal ziehen, habe 5 mal eine Chance auf fette 94.990 Diamanten. Haben sich halt null informiert, laden den Fuffi auf und sind dann 4 mal enttäuscht oder 5 mal enttäuscht, dass sie 550 Diamanten bekommen, weil sie es nicht besser wussten. Das verstehe ich unter planlos Casher. Den Leuten sei halt echt geraten, steigt in die andere Stufe ein, die ich zuvor nannte, in die Sparer. Wenn ihr schon Geld ausgebt, dann macht es bitte gezielt, sinnvoll und dann habt ihr halt auch etwas davon. Wer jetzt jedes Mal nur 1 Euro auflädt für Spin Fun, damit er seine 550 Free Diamanten kriegt, das ist halt Quatsch. Dann weiß nicht, dann macht halt nicht viel Sinn. Dann spart ihr halt mal ein bisschen mehr an. Das ist halt so meine Meinung, ne? Und dann gibt es zum Schluss halt noch die Garnish-Casher. Gut, die cashen halt nie, die spielen komplett Free-to-Play. Ist auch voll okay. Aber die brauchen hier theoretisch nicht großartig zuhören, weil das, ich werde jetzt nur noch sagen, momentan gibt es, wie gesagt, Spin Fun, wo man Öfen kriegt, 5000 Diamanten war bisher so der Regelwert. Ihr konntet 10 mal ziehen, habt so im Schnitt 80 bis 120 Öfen gekriegt. Das heißt, ihr müsstet dieses Event ungefähr 25 Mal bekommen, damit ihr halt eure 2500 Öfen für irgendeine Overlord-Form zusammen habt. Es ist schier unmöglich, dass so etwas passiert. Also die Garnish-Casher sollten sich Gedanken machen, was sie sonst mit ihren Öfen machen. Oder halt die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre sparen. Ich werde hauptsächlich auf diese zwei eingehen. Das sind einmal die Sparer und die Planlos- bzw. Normal-Casher. Welche an sich eigentlich dasselbe Ziel haben, demzufolge werde ich hier das meiste sagen. Wie gesagt, gehe ich nur auf A und B plus Tagesaufladung auf dieses Event ein, was jetzt gerade ist. Ich habe das vorab schon mal ausgerechnet. Wenn man 120 Euro ausgibt, bekommt man in diesem Event 1070 Öfen. Die nächste Stufe wäre bei 200 Euro, bekommt man hier 1570 Öfen. Nächste wäre bei 400 Euro, 2570 Öfen. Nächste wäre bei 800 Euro, 5170 Öfen. Und die nächste wäre bei 1600 Euro, da kriegt ihr 10.170 Öfen. Hier muss ich jetzt nochmal zweimal unterteilen. Ich weiß, es sind viele Unterteilungen, aber anders kann ich es nicht erklären. Macht euch Gedanken, wie viele Overlord-Pokémon wollt ihr in der nächsten Zeit besitzen? Mit nächster Zeit meine ich so in, was weiß ich, 3, 4, 5 Monaten. Seid ihr mit einem zufrieden, dann lohnt sich für euch die kleineren Summen mehr als die größeren. Wenn ihr euer Real Life mit einbezieht, also ich mache das zum Beispiel so, ich meine, ich habe auch andere Ausgaben, die hat bestimmt jeder. Auch wenn ich spare, gebe ich garantiert nicht mit einmal 800 Euro aus, beim besten Willen. Also ich habe da echt Besseres damit anzufangen. Demzufolge gehe ich nur auf einen Overlord. Wer natürlich jetzt zwei möchte für, oder drei oder vier, keine Ahnung, wir können es mal übertreiben. Für den lohnt sich höhere Preise mehr. Ihr habt mit mehr Geld, habt ihr eine bessere Chance oder eine schnellere und größere Chance, die Viecher alle mit einmal zu ziehen. Aber darauf gehe ich nicht ein. Ich werde euch jetzt, wie gesagt, das andere zeigen. Und zwar, nun hat vor uns einer bei uns in der Discord-Gruppe halt gefragt, er hatte halt den Plan, jetzt die ganzen Tage so aufzuladen, dass er auf diese 6000 Punkte kommt und sich so seine Belohnungen abholt. Sprich, natürlich sehe ich es nicht mehr, das war schön, das habe ich natürlich voll verhauen. Er sammelt halt jeden Tag nur die Tagesbelohnung ein bis 2000 Diamanten. Und hat dann aber am Ende halt hier seine, ein Aufladegeschenk, seine 400 Öfen.
Lass mich lügen. Ich möchte jetzt Discord nicht öffnen. Das wurde für uns ausgerechnet. Ich glaube, es waren 900. Oh Gott, jetzt muss ich tatsächlich nochmal nachgucken. Moment, ich bin gerade mal auf dem Handy. Jetzt habe ich vergessen, mit aufzuschreiben. Bitte hab nicht zu viel gespammt. Bla 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 bla. Hier muss es irgendwo sein. Genau. 900 Öfen sind es für 100 Euro, hat er geschrieben. Also wenn er 100 Euro jetzt in diesem Event auflädt, hat er seine 900 Öfen. Ich schreibe mir das mal auf, damit ich es nicht vergesse. So, das war also sein Plan. Jeden Tag aufladen, am Ende halt diese Belohnung mitnehmen, fertig, aus. Möchte aber nur ein Overlord-Pokémon haben. Jetzt muss man das halt weiterspinnen. Angenommen, er wartet jedes Mal, bis genau dieses Event kommt, weil es momentan das beste Event ist. Das heißt, er würde beim nächsten Mal wieder 900 aufladen. Quatsch, 900 Öfen bekommen und 100 Euro aufladen. Das heißt, er hätte schon 200 Euro dafür ausgegeben. Hat jetzt aber erst zusammen 1800 Öfen. Das heißt, er müsste noch ein drittes Mal warten. Da vergehen wieder Wochen, Wochen. Die Zeit ist erstmal irrelevant, aber muss man halt im Hinterkopf behalten. Er müsste dafür noch einmal 100 Euro aufladen, weil um die letzten 700 Öfen, die ihm fehlen, damit er 2500 hat, zu bekommen, muss er bei diesem Event safe entweder direkt einen Huni aufladen, damit er überhaupt 400 kriegt, oder die Tagesaufladung, welche ich jetzt nochmal ganz, ganz fix nachgucken muss. Genau, hier ist er. Die Tagesaufladung müsste er für 700 Öfen ausnutzen. Ja, hier ist es. Er müsste jeden Tag wieder 50, 100, ja. In der Tagesaufladung auf 700 Öfen zu kommen, ist er ohne 120 Euro wieder nicht dabei. Er bekommt für unter 100 Euro keine 700 Öfen. Egal wie er es dreht. Und umso mehr Kleckerbeträge man auflädt, umso weniger Öfen hat man. Das heißt, pauschal gesagt, müsste er jetzt dafür 300 Euro ausgeben und hätte dann sein Overlord-Pokémon. So, er ist billiger als alle Leute, die an einem Tag 400 Euro ausgeben, um das Overlord-Pokémon zu kriegen, sofort zu kriegen. Mit dieser Variante ist er schon mal billiger. Demzufolge ist das gar nicht dumm. Aber hier wurde nicht weitergerechnet. Die zweite Variante wäre in dem Moment, man könnte das Ganze splitten, indem man zweimal 120 Euro auflädt. Das sind, wie hier schon gezeigt, 1070 Öfen. Damit wären wir in dem Moment bei zweimal, wären wir bei 240 Euro und bei 2140 Öfen. So, jetzt fehlen uns noch 360 Öfen. Hier muss man halt jetzt wirklich dazu sagen, es gibt ab und zu die Option, ein paar kostenlose Öfen zu bekommen. Einige haben sie tatsächlich noch gespart von früher. Ihr könnt die letzten 360, die euch fehlen, mit dieser Zahl nochmal minimieren. Das heißt, im besten Fall, so ist ja auch mein Plan wohlgemerkt, müsst ihr für die 360 Öfen gar nichts mehr bezahlen. Ihr kriegt sie einfach durch diese Events zusammen. Das bedeutet, ihr habt für euer Overlord-Pokémon am Ende 240 Euro nur gezahlt, nochmal 60 Euro gespart zu der vorherigen Variante. Im schlimmsten Fall sind 360 Öfen nicht so schlimm aufzuladen. 360 Öfen kriegt man zusammen. Ich muss halt sagen, ich gehe von mir aus. Ich habe schon im Vorfeld angesammelt. Ich weiß gar nicht, wie viele Öfen. Ich müsste das jetzt alles wieder ausrechnen. Mir fehlen, glaube ich, 120 Öfen nur.
Demzufolge ist es für mich absolut worth. Ich habe insgesamt 240 nur ausgegeben. Mir fehlen 120 Öfen. Also entweder kommen die in dem Event oder mal 20 Euro aufgeladen, ist mir egal. Aber für die letzten 360 Öfen muss man halt nur. Moment, wo ist das Bild? Genau, hier haben wir 100, 200. Genau. 300. Wir kriegen 200 Öfen für 2000. Genau, für 2000 Diamanten. Das ist jetzt halt hier ein Fuffi so. Da sind wir dann bei 2500. Wir würden die nächste Stufe halt bekommen bei 3500. Sprich, wir wären bei 70 Euro. Ja, und bei 70 Euro hätten dann die letzten insgesamt ja, 360 Öfen, genau. Das heißt, wir kommen jetzt hier auf 310 Öfen. Oh, das war falsch. Das muss hier. Wir haben insgesamt. Genau, nee, doch. Warte mal, jetzt habe ich mich selbst verhaspelt. Auf 310 Euro, genau. Und haben dann mit dieser Variante unsere Öfen. Ist jetzt die teurere Variante. Sie ist um 10 Euro teurer als das andere. Aber, wie nochmal angemerkt, es gab Events, wo Öfen kostenlos dabei waren. Jeder, der clever war, hat dort definitiv seine 10 Spins gemacht. Ihr spart dort einfach Geld. Klar, es bin Fun für Arsch. Ihr werdet anderen 5 oder 10 Öfen ziehen, aber ihr spart dort richtig Geld. Und ich gehe jetzt mal davon aus, für viele ist das sinnvoll. Wie gesagt, wenn ihr dann nicht vorhabt, noch mehr Pokémon zu kaufen oder noch mehr mit Öfen anzufangen, bringen euch 10, 20, 30 Öfen, die ihr mehr in eurer Tasche rumliegen habt, eh nichts. Die sind euch in dem Moment scheißegal. Das bedeutet, wenn ihr fix eure 300 Euro ausgebt, wie in der vorherigen Variante erzählt, über ein paar Tage, habt ihr ein paar Öfen übrig, habt euer Overlord-Pokémon, seid froh, aber habt halt 300 Euro ausgegeben. Wenn ihr mit der Variante ausgebt, wie ich sie gerade genannt habe, über zwei Events plus diese Free Sachen, gebt ihr am Ende halt, wie gesagt, im besten Fall 240 Euro aus. Im schlimmsten Fall, oder ja, im schlimmsten Fall 310 und im mittelmäßigsten Fall, wenn ihr schon so, was weiß ich, 100 Öfen angespart habt, gebt ihr insgesamt 280, 270 Euro nur aus. Ihr spart halt nochmal ein bisschen was und ihr habt dann am Ende aber fast keine Öfen übrig. Ihr seid halt punktgenau, habt das gekriegt, was ihr wolltet, habt aber einfach so gut es ging nochmal Geld gespart. Es ist kleinlich, gebe ich zu. Aber ich persönlich muss halt auch wirklich sagen, ich versuche so wenig wie möglich hier zu viel auszugeben. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Wir können das Ganze mal noch kurz weiterspielen für die, die ein bisschen mehr ausgeben wollen. Sprich, die größeren Sparer. Hier sei halt gesagt, für euch ist eigentlich so diese 400-Euro-Grenze, beziehungsweise die 800-Euro-Grenze tatsächlich fast die bessere Variante, weil ihr kriegt einfach in dem Moment durch diese Auflade-Events teilweise mehr, könnt bei diversen Events mitmachen. Mit meiner Low-Spar-Variante braucht beim Server-Aufladung nicht mitmachen, das ist Quatsch. Für euch lohnt es sich natürlich mehr, wenn ihr da richtig rein casht, sage ich jetzt mal. Da die Preise immer mehr steigen, umso mehr man hier ausgibt, umso mehr Belohnungen bekommt man. Man kann es aber, wie gesagt, indem man ein bisschen hin und her rechnet und ein bisschen mit den Preisen jongliert, kann man das alles etwas drücken. Ich persönlich finde beide Varianten gut. Einmal die mit 300 Euro, als auch einmal die für im besten Fall 240 Euro. Beide sind auf jeden Fall anwendbar. Bei der 300-Euro-Variante sehe ich halt einfach das Problem, dass er. Ja, sehe ich halt einfach das Problem, man muss das auf drei Events splitten. Bei der 240-Euro-Variante ist es halt auf zwei Events minimiert. Genau.
Man könnte das Ganze auch versuchen, über einzelne Tagesaufladungen zu machen, würde aber im Endeffekt noch teurer wegkommen. Würde ich nicht empfehlen. So, das war jetzt erstmal so das. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich rübergekommen. Für alle normalen Cacher, was ja wirklich ein Großteil der Community und der ganzen Leute sind, spart euch euer Geld. Also, ich sage jetzt mal, wenn ihr 1 bis 10 Euro immer nur aufladet im Monat, Taschengeld, was weiß ich nicht, okay, dann bringt auch Sparen nicht viel. Es ist mittlerweile in der deutschen Version einfach Fakt. Entweder ihr lebt damit oder wechselt auf die englische, da kriegt ihr tatsächlich für 10 Euro auch mal wenigstens ein bisschen hinterhergeschmissen. Hier ist das nicht der Fall. Für alle, die so ein bisschen mehr ausgeben, zwischen 10 und 50 Euro, spart das lieber. Legt es zur Seite, wenn ihr wirklich der Meinung seid, hey, ich spiele das Spiel noch in 4, 5 Monaten und ich habe echt Bock auf das Pokémon oder auf das Item, was weiß ich nicht, und bin dafür bereit, etwas Geld auszugeben, dann spart dieses etwas Geld wenigstens und haut dann mit einmal ordentliche Summen rein, damit ihr es auch wirklich habt. Ihr kommt mit den Kleckerbeträgen, so leid es mir tut, nicht mehr weit. Das war früher anders. Ich kenne es leider auch noch so. Es ist mittlerweile nicht mehr so. So wie man Diamanten im Spiel spart, muss man mittlerweile auch sein Geld sparen, um überhaupt noch an irgendetwas ranzukommen. Traurig, aber wahr. Genau. Ich denke, ich habe alles damit erstmal angesprochen. Und ich hoffe, ich habe das für den einen oder anderen einigermaßen verständlich gemacht. Wie gesagt, das sind die beiden besten Varianten, um nicht komplett 400 Euro auszugeben, und im Endeffekt auf dieselbe Ofenanzahl zu gelangen, wohlgemerkt. Jetzt könnte man halt, wie gesagt, richtig kleinisch sein und die Belohnungen dazu zählen. Aber ja gut, hier gibt es dann eh keine Belohnungen mehr. Bei der Tagesaufladung wäre es jetzt halt nur noch einmal. Ne, auch nichts. Doch, na klar, 400 Euro, sorry. Tagesaufladung. Genau, man würde jetzt halt 400 Durchbruchskarten bekommen. Aber 400 Durchbruchkarten und dafür 100 Euro mehr ausgeben. Also ich persönlich finde das Quatsch. Aber es gibt bestimmt Leute, die sagen, hey geil, das ist genau der Shit, wofür ich meine 100 Euro ausgebe. Ja. Wo ihr euch einordnet, beziehungsweise was euch liegt, das ist alles euch überlassen. Ich habe das jetzt nur pauschalisiert. Ich kann das nicht für jeden Spieler gleich machen. Jeder hat andere Bedürfnisse, sag ich mal. Aber wie gesagt, rechnet euch das bisschen aus. Ebenso, die Events werden sich ebenfalls bestimmt wieder ändern. Das, was ich hier jetzt so ausgerechnet habe, wird nicht lange so bleiben. Vielleicht nur noch die nächsten 2 Wochen. Wer weiß, vielleicht werden sie spätestens am Black Friday wieder alles über den Haufen werfen. Keine Ahnung. Oder zu Weihnachten. Aber damit mal ein kurzes Beispiel nochmal gezeigt, dass man mit ein bisschen hin und her rechnen nochmal etwas sparen kann. Es war jetzt viel Theorie. Wem das zu viel ist, für den tut es mir leid. Für den Rest, vielleicht hat es euch ja geholfen. Und falls noch Fragen sind, meldet euch einfach an Discord. Ich werde wieder alles verlinken. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.